Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit einer neuen Runde Grimdawn Reign of Terror und ich habe mal wieder umgeskillt, weil irgendwie ist die Prügel, die ich zurzeit beziehe, echt zu hardcore. Ich habe ein bisschen defensiver, also der Grundplan bleibt derselbe. Ich habe bestimmte Punkte, ich habe jetzt hier zum Beispiel in meinem Hauptangriff weniger Skills als Skillpunkte. Da hatte ich voll auf 20 ausgebaut, gut, dann mache ich weniger Schaden. Aber ich habe jetzt hier noch Energy Shield dazu genommen. Macht 7% Damage Absorption. Habe hier allerdings komplett hochgeskillt. Das heißt, ich kriege hier 160 Defense dazu. Hier Shiver Armor kriege ich auch nochmal dezent, sage ich jetzt mal, dass der Gegner, also 10 Armor, dass der Gegner mehr Schaden erhält. Hier werde ich auch noch rein, aber ich muss das austesten, Leute. Von daher mal schauen, was das ausmacht. Das ist die große Frage, ob wir jetzt höhere Überlebenschancen haben oder nicht. Weil die Prügel, die ich bezogen habe, sorry, die war ja schon nicht mehr feierlich. Muss man einfach mal ganz realistisch so sagen. Wo habe ich denn? Da habe ich. Ich habe keine Ahnung, Freunde, echt nicht. Gut, dadurch ergeben sich halt noch, dass ich die 5 und die 6 noch dazu bekommen habe. Na, das hier macht übrigens auch keinen Sinn, ne? Das mache ich mal eben leer. Und pack dafür hier. Ich mochte den ja sowieso immer. Ich habe da jetzt nur einen Punkt drin, ne? Damit ich den. Damit ich. Sagt schon. Das Energy Shield kriege. Aber jede Defense ist. Aha. Ja, da müssen wir wohl hin. Das ist wohl der Punkt, dass wir da rein müssen. Dann tun wir das jetzt mal. Drück mir mal die Daumen, dass das was wird. So, dann schauen wir mal. Hier unten sind wir richtig um. Ach, hau ab. Das scheint übrigens sehr falsch zu sein. Wobei ich da jetzt nicht ganz sicher bin. Ach, da ist doch gleich wieder ein Boss, oder? Ja, mein Leben habe ich auch etwas erhöht. Warum auch immer ich jetzt zwei Begleiter habe. Ich kann es euch nicht sagen. Verkauft habe ich übrigens auch nicht, dass ich das vergessen habe. Das wäre nämlich doof. Aufs Maul, die Arschlecker. Warum ich jetzt zwei Begleiter habe, weiß auch niemand so genau. Könnten mal meine Begleiter vorgehen. Wäre sehr nice. Ach, eine neue Rüstung habe ich mir auch gefertigt. Zeige ich gleich mal. So. Inventory hier. Das war die, die ich mir gefertigt habe. Da ist auch noch nichts eingebaut. Wenn ihr hier schaut, die hat zwar mehr Schaden und Casting Speed. Aber diese hier hat 400 Rüstung. Die habe ich mir über den Würfel gebaut. Hat zwar Pierce, so lalala, aber die 400 Rüstung hat es erstmal ausgemacht. Ach ja, die Valkyrie könnte es sein. Keine Ahnung, was auch immer und warum auch immer da jetzt irgendwas gekommen ist. Ich finde es jetzt eh nicht heraus. Können wir das mal lassen? Ich hoffe jetzt halt, dass ich dadurch höhere Überlebenschancen habe. Das wäre schon echt nice. Der Grundplan bleibt halt. Hau ab. So, jetzt ist. Nee, doch nicht. Ich dachte. Ach ja, ein Skill habe ich noch dazu genommen, zeige ich euch gleich. Der scheint auch echt nice zu sein. Aber erstmal aufs Maul hier. Alter, Jungs, das ist gut hier. Ach, da war ein Hero. Gar nicht mitgekriegt.
Alter, auf was prügeln wir da eigentlich ein? So. Ein heretisch Unique Metal Vitality Damage. Na toll. Hilft uns nicht so richtig weiter. Nicht wirklich. Ich habe noch, warte eben ganz, quasi eben ganz kurz hier, Enchant, der die Waffe, was ist denn hier los? So. Hallo. Oh, hä, Britze, Britze, das scheint ganz gut zu funktionieren. Ich bin mir da nicht so ganz, noch nicht ganz sicher. Ey, hör's mal auf hier. Das scheint soweit ganz gut zu funktionieren. Einen ganz kleinen Moment, meine Kippe ist ausgegangen. Kleinen Moment eben. Kleinen Moment. Oh, jetzt ist doch alles. So. Hallo, will das jetzt mal? So. Okay. Ja, schauen wir mal. Ich bin echt mal, keine Ahnung, ob die Gegner zu easy peasy waren, dass es keinen großen Unterschied gemacht hat. Also was auf jeden Fall hilft, dass wir jetzt mehr Leben haben. Also der Hauptgrund dafür das ist, dass ich jetzt mich erstmal auf die eine Klasse konzentriere. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist oder nicht. Was gerade sehr schön ist, ist, dass die Gänge so eng sind und entsprechend die Gegner schlecht an den beiden Aufpassern vorbeikommen. So. So. Ach, komm. Da kommen auf jeden Fall eine Menge Gegner anmarschiert. Ich komme nicht zu nah, Arschloch. So. Ey. Hoppla. Hab ich eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Ich dachte, ich hätte noch Frost Nova, aber hatte ich nicht. Oder ich übersehe es gerade. Chainline Inner. Nicht wirklich.
Also ich glaube, dass die Mischung aus defensiven Skills, die ich mehr gemacht habe, plus mehr Rüstung auf jeden Fall was ausmacht. So, jetzt wird spannend. Hallo, Freunde. Weil offenes Feld ist mal eher tödlich, normalerweise. So. Hier geht's nicht weiter. Da hinten hätte es weitergehen können. Dann gehen wir da eben mal hin. Oder ich habe mich verguckt. Ne, hier geht's nicht weiter. Gehen wir doch mal da unten lang. Gehen hier erstmal runter sozusagen. Nö, hat jetzt nicht viel gebracht. Grunzt wer jetzt? Wer grunzt? Also eine Kiste. Dieses Enchant, wartet mal. Ach, habe ich ja hier gar nicht. Also das Waffe verzaubern. Verbraucht zwar 160 Mana. Allerdings gibt es Chance to One auf dieser Lalala. Also je nachdem, 297 Frostbite, 192 bis 135 Feuer oder eben halt 9 für 231 Electrocute und 14 bis 282 Element. Das ist schon, und Attack Rate wird auch dadurch verbessert. Und das ist erst auf einem relativ geringen Level. Leute, kommt mir nicht zu nahe. Ach. So. Ach, da kommen schon die nächsten Arschlöcher. Es ist ja mal so diese Mischung aus Überleben und ach. Die Mischung, die es danach ausmacht. Weil nur Attacke ist natürlich auch jetzt nicht unbedingt. Da kommt der erste Gegner und haut dich weg. Ich mag diesen Blitzzauber ja, den man so spammen kann. Der ist aber leider von einem Item. Das macht die Sache ein bisschen ärgerlich. Irgendwann wird das Item sag ich jetzt mal, ja, nicht mehr gut genug sein. Und dann wird es halt blöd. Aber wir werden sehen. Da geht's runter. So. Ach, scheiße. Die machen wir noch eben und dann ist die Folge auch schon vorbei. Erster Eindruck der Skillung läuft, aber ich bin mir noch nicht sicher. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr sie findet. Wir gehen mal hier hin. Ich bedanke mich für euer Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ach nee, noch nicht ganz. Erstmal den wegmachen. So, jetzt aber. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.